Hört ihr das, Leute? Das ist mein wunderschöner Ventilator. Ohne den will ich das hier alles nicht aushalten. Ja, ich mache ihn ja schon aus, Leute. Ist okay. Sorry, Leute, aber ich muss mich ein bisschen mit der News-Ausgabe hier beeilen, weil sonst sterbe ich in meinem Zimmer wahrscheinlich. Denn es ist gerade gefühlt 1000 Grad heiß. Ich war auch den ganzen Tag eigentlich draußen und habe eigentlich überlegt, dass ich erst ab 22 Uhr oder so mal wieder was aufnehme. Denn, ja, ich wollte eigentlich heute meine Let's Plays mal weiter aufnehmen. Die dauern so 20 bis 30 Minuten Aufnahmen und ich würde sterben, wenn ich das so mittags bis abends mäßig mache. Und ich muss das schon echt in der Nacht machen, weil sonst bin ich ja tot. Auf jeden Fall hat uns aber gerade etwas rein zufällig erreicht. Denn wir haben ja vorgestern, oder war es gestern, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall vor kurzer Zeit, haben wir darüber geredet, dass es ein neues Pokémon Mobile Game geben soll. Eine neue Pokémon App. Und ich habe ja davon geredet, dass die Carpator App ja auch mal angekündigt, also nicht angekündigt, aber sie wurde mal vorgestellt, ganz kurz. Und die ist nun in der USA zumindest draußen. Also die gibt es in dem USA E-Shop zumindest schon. Ich glaube in den Australien E-Shop auch schon. Und derzeit bin ich sehr gespannt, was uns da noch so erwartet. Das Ding heißt Magikarp Jump, also Magikarp, warum habe ich eigentlich Magikarp auch nicht? Egal, Carpador-Sprung, Magikarp Jump, von der Pokémon Company offiziell released worden. Vielleicht ist es auch der Grund, warum letztens erst der Carpador-Song hochgeladen wurde. Was es genau bringen soll, was man da genau machen muss, keine Ahnung. Im deutschen Store ist es noch nicht erhältlich, aber das wird wahrscheinlich dann die nächsten Stunden kommen. Also könnte ich mir gut vorstellen, denn bei Pokémon Go war es ja auch so, dass er erst in den anderen Stores rausgekommen ist und dann später bei uns. Ist leider immer so. Aber okay, wir werden es auf jeden Fall noch bekommen. Ich hoffe es zumindest, es wäre echt dumm, wenn wir es nicht bekommen würden. Aber ja, also derzeit gibt es das nur in verschiedensten Ländern und Regionen. Es kann sein, dass wir es bald auch bekommen. Ich hoffe es zumindest. Wenn ja, wenn ihr schon irgendwann mal dieses Game in dem E-Shop, im, in dem Apple Store aus Deutschland seht oder Europa allgemein irgendwo was seht, dann schreibt mir das gerne bei Twitter mal. Und wenn ihr das schon habt, ich meine, man kann sich das bestimmt auch auf anderen Wege holen. Ich bin nur gerade ein bisschen zu faul, mir das auf anderen Wege zu holen, weil ich noch viel zu tun habe und eigentlich gerne wieder rausgehen möchte. Ich werde das wahrscheinlich erst die Tage machen. Aber ja, falls ihr das schon gespielt habt, das Game, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde vielleicht auch mal ein paar Videos dazu hochladen oder mal zumindest eins, um euch das mal zu zeigen und vorzustellen. Ja, auf jeden Fall, falls es schon vorhanden ist, schreibt das nochmal in die Kommentare rein und pinnt das an mit einem Link dazu. Ob es im Play Store rauskommt, weiß ich noch nicht. Auf iOS ist es gerade erst am rausrollen und wird wahrscheinlich dann die nächsten Stunden oder den nächsten Tag über auch bei uns rauskommen. Also wenn es bei uns rauskommt, dann muss es auf jeden Fall mal in den nächsten paar Stunden bis 2-3 Tagen kommen. Denn das ist so der Algorithmus von Apple bei den iOS Store. War bei Pokémon Go wegen der Überlastung wahrscheinlich nicht so. Aber gut, aber ich glaube, da gibt es jetzt nicht so Überlastungsprobleme bei diesem Game. Deswegen werden die es wahrscheinlich, wenn es auch in Deutschland rauskommen soll, auch diesen Tag oder die nächsten Tage raushauen. Ja gut, Leute, schreibt mal eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare und auch mal auf jeden Fall eure Meinung dazu schreiben, wenn ihr das Spiel schon habt. Ist es bei euch auch gerade so übertrieben heiß? Schreibt es mal in die Kommentare. Was habt ihr an diesem sonnigen Tag so alles heute gemacht? Ich war heute nur draußen in der Schule und habe eigentlich den ganzen Tag gegammelt. Und mein Handy, mein verdammtes Handy ist mit dem scheiß Display vorne ran auf dem Boden auf einen kleinen Stein geknallt. Jetzt ist mein Display kaputt von meinem neuen iPhone 7. Ja, das ist natürlich jetzt Shit Happens. Das kostet jetzt 160 Euro für mich. Ist zwar noch relativ billig, was es angeht, aber trotzdem, ja, war eigentlich halb cooler Tag, weil ich mich nochmal schön sonnen konnte, aber auch halb beschissener Tag. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Haut rein, Leute. Euer Zerlo.